Herzlich willkommen bei The Code Let's Plays. Wir spielen heute wieder Call of Duty Modern Warfare 3. Wieder einmal Spezialeinheit. Überleben. Und ja, ich habe eine Bitte an euch. Und zwar, sucht euch einen von den Maps aus, die ihr unbedingt sehen möchtet. Und eine Waffe. Es ist egal, ob jetzt Arkaden, Downtown, C-Town, Dome, Interchange. Vollkommen egal. Sucht euch eine aus. Und sagt am besten, wenn ihr noch möchtet, dass ich irgendeine Waffe nehme, dass ich die halt nehmen soll. Schreibt's am besten in die Kommentare. Ich werde eure Wünsche natürlich versuchen, alle zu erfüllen. Und wir spielen jetzt mal auf Carbon. Und wir sehen uns im Spiel. So, da sind wir. Wir starten wieder mit der USP 45. Achtung, alle Bodentruppen sitzen fest. Sie müssen so lange durchhalten, wie sie können. Und die ersten Freunde von uns kommen schon. Und Kopfschuss. Und yeah, also die USP ist gute Waffe. Ich mag sie sehr. Und ja, ich habe mir heute mal als Thema vorgenommen die Schrotflinten. Deswegen werde ich auch nachher eine Schrotflinte nehmen. Und zwar, ich kenne ja, da ich schon Call of Duty Modern Warfare 1, Call of Duty 1 und Call of Duty Modern Warfare 2, Black Ops und MW3 schon gespielt habe, kann ich nehme an, dass ich sehr gut Schrotflinten beurteilen kann und die Waffen. Und ich wurde befördert. Kann mir jetzt die G36C nehmen. Gut, das werden wir nachher nochmal machen. Weil die G36C ist ja ein deutsches Sturmgewehr. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine Schrotflinte. Und dann nehmen wir einfach mal die KSG-12. Persönlich ist die KSG-12 meine Lieblingsschrotflinte. Wieso? Großes Magazin. So, und ja, die Schrotflinten sind sehr gut für den Nahkampf, aber auch ja, auf kurze bis mittlere Distanzen einzusetzen. Wie man jetzt hier sieht. Also, passt schon. Man kann damit Gegner auch aus mittlerer Entfernung besiegen. Und ja, die Map Carbon ist auch eine schöne Map. Und ja, die KSG 12 hat auch Pump Action. Ich mag Schrotflinten mit Pump Action sehr, sehr doll. Da diese meist erhöhten Schaden haben. Und ja, man sieht's ja, die Waffe geht auch oben gleich ab. Man kann hier einfach mal so durch eine ganze Menge von Leuten durchrennen. Und hier einen nach dem anderen umnieten. Das macht ja wirklich gar nichts. Und das waren sie auch schon. So, großes Magazin. Was bedeutet, so schnell geht uns hier auch die Munition nicht aus. Und ich werde jetzt gleich mal die nächste Welt starten, um euch zu zeigen, dass die Waffe es wirklich in sich hat. So, starten wir die nächste Welle. Als nächstes werde ich mir dann auch die G36C kaufen, weil ich mag die Waffe sehr gut, sehr gerne. Und für die Schrotflinten ist bei Carbon hier oben sehr zu empfehlen. Selbst nach da unten. Und jetzt kommen auch schon die Hunis. Yay! Also ich persönlich mag Tiere. Natürlich nur so lange, sie nicht auf einen losspringen und einen töten wollen. Und ja, selbst auf die Distanz trifft die KSG noch. Und hier fällt ein Gegner nach dem anderen. Das geht hier ordentlich zur Sache. Also jetzt ja, nachladen. Es dauert halt ein bisschen. Ich freue mich schon auf Flinkheit. Welches? Und jetzt ja, Rums. Und zwei. Und 1600 Punkte und ach du Schande. Das gab ja jetzt ordentlich Punkte. So. Jetzt, wo waren die Waffen? Die Waffen waren da hinten. Ja, runtergesprungen. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal Sturmgewehre, die G36C. Ja,
Also, Granatwerfer kann man drauf basteln. Das Visierbinden finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Deswegen haue ich hier jetzt einfach mal ein Rotpunktvisier drauf, wie man es online bekommt mit dem Granatwerfer. Und den bastel ich jetzt auch einfach mal drauf. Granatwerfer noch drauf. Und jetzt haben wir sie, wie immer, sie im Online-Modus gleich bekommen. Und dann werde ich euch jetzt mal das Biest zeigen. Also hier, ich finde, die Waffe klingt sehr gut. Und macht auch ordentlich Schaden. Das Nachladen persönlich finde ich auch recht lustig. Dass der so das eine Magazin rausnimmt und dann auch noch das zweite in der Hand behält. Jetzt haben wir hier belagert. Wie man sehen kann, auch No-Scope ist die Waffe jetzt nicht so präzise. Also macht schon ordentlich Spaß, kann ich nur empfehlen, die Waffe. Da es ja auch ein deutsches Gewehr ist. Auch so sehr Abweichung hat die Waffe jetzt nicht. Und auch ordentlich Schaden tut das Ding machen. Also hier. Nicht zu spaßen mit dem Ding. So, den Granatwerfer. Ich habe bis jetzt nur den M203, den GP25 Granatwerfer gehabt. Den hier kenne ich noch gar nicht. Und ich freue mich auch persönlich schon auf den Schrotflintenaufsatz, denn der wird richtig lustig. Und dann bastle ich jetzt an die KSG nochmal einen Griff dran. Und man kann da ein holographisches Visier drauf basteln. Ich meine, wer es mag, okay, ist jetzt aber nicht so mein Ding. So, und hier oben kann man eigentlich mit der Schrotflinte relativ lang überlegen. Auch darüber kein Ding für die KSG. Und zack, und voll daneben. Und da war doch schon der nächste. Und, oh, Granate. Und da ist... Oh, und jetzt ja. Doppelabschuss. So, jetzt nehmen wir die G36C. Und die hier. Drei Schuss oder vier. Und ja, auch eine deutsche Waffe. Ist, glaube ich, die... Nee, nicht die erste. Die haben ja schon in Black Ops die HK21 und so eingebaut. Das sind ja auch deutsche Waffen. Finde ich sehr gut, dass auch die Deutschen mit integriert werden oder die deutschen Waffen. Und ja, von wo jetzt die KSG kommt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Bloß, ich finde halt auch bei Ego-Shootern sind Schrotflinten ein wichtiger Bestandteil. Weil, ja, also mit ihnen kann man sehr gut rushen, sage ich jetzt mal. Also man packt hier Extrembedingungen oder Marathon, oder wie man es auch nennen mag, ein. Und, oh, jetzt kommt das. Am besten, ihr verschanzt euch ab Welle 6 in einem Haus und schnappt euch die KSG oder irgendeine andere Schrotflinte. Und der erste bleibt komischerweise stehen. Und, ja, also seit wann man so viel Blei schütten kann, ist mir neu. So, jetzt schnell nachgeladen. Und da warten sie schon. Wie die Geier. Können es gar nicht erwarten. So, und wo ist der jetzt hin? Der mag mich wohl auch besuchen kommen. So, das war der letzte. Jetzt zu den Helis. Mal sehen, wie schnell das mit der G36C geht. Aber da würde ich mal sagen, gleich den Granatwerfer aus. Damit das schön schnell geht. Ah, das ist der Granatwerfer. Also den Granatwerfer, den wir jetzt an der G36C haben, mag ich persönlich sehr gerne, auch wenn ich ihn nur selten spiele. Weil er lädt sich halt relativ schnell nach. Das ist besonders schön. So, jetzt... Oh. Das wollen wir natürlich nicht vom Heli getötet werden. Und, ey! Macke oder was hier? Jetzt kommt von hinten der Heli auch noch. Sind die denn total verrückt? Oh, 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 oh. Oh, das war aber jetzt ordentlich knapp. Also die Helis werden auch stärker, habe ich so das Gefühl. So, der erste Heli wäre geschafft.
ging doch eigentlich relativ schnell. Und die können natürlich durch Wände schießen. So, das war auch der zweite. Und jetzt holen wir uns wieder mal Munition. Auch für den Granatwerfer. Und dann starten wir die nächste Welle. Also wir sind ja hier bei der zweiten, beim zweiten Map Package, sage ich jetzt mal. Ja, hier kommen dann auch schon die etwas stärkeren Gegner. Nicht mehr zu spaßen ist dann mit den aus dem dritten Package. Die sind dann schon. Das war aber. Oh, jetzt, das war's. Das war's. Das sehe ich. Nein! Der Selbstmordantäter. Die fallen ja nach einem Schuss gleich in den Eliminator. Ich habe ganz vergessen. Der hat uns das Leben gerettet. Und, oh, Hund. Also, die Szene finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber wenn es uns das Leben rettet, okay. So, und da war noch einer. Und hier kann man vor allen Dingen mit der KSG mehrere Gegner hintereinander einfach wegrushen. Jetzt nehmen wir nochmal die G3610. Und, hey! Das Schwein versteckt sich da dahinter. G3610, das hübsche Ding macht ordentlich Schaden. So, also, ja, papapam, macht ordentlich Spaß mit dem Ding. So, dann nochmal die KSG, laden wir noch schnell nach. Ich finde es auch lustig, wie man die nachlädt. Nachgeladen. Munition reicht aus und wir lassen die nächste Welle kommen. So, ich glaube, jetzt reicht es nicht mehr ein Schuss. Feindliche Hunde sind in der Nähe. Vorsicht, sie tragen Sprengstoff. Oh, jetzt kommen wieder Hundis. Ja, den vor uns, den es normalerweise sofort erwischen würde, tötet es natürlich nicht, sondern den dahinter. Sehr geil. Und hier hilft uns. Oh, ja, das war's. Zifi hat uns in die Luft gejagt. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, meine Pump-Action mit der KSG 12. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, welche Map ihr sehen möchtet. Ich sag auf Wiedersehen und tschüss.